grüß Gott, ich will mein Haul-Video endlich abdrehen. Ich habe nämlich ganz schön viel gekauft in den letzten paar Wochen, leider, und will euch die schnell zeigen, die Sachen. Als allererstes habe ich da, ich greife einfach wild drauf rein, ich habe da den Korb oben stehen auf mir und zeige euch einfach mal die Sachen, die ich mir gekauft habe. Ich habe von Essence LAs und Catrice LAs leider viel gekauft. Einmal diese Honig-Washies da von Essence, von dieser Honig-LA. Zweimal den Fächer von dieser Essence LA, weil ich den unbedingt haben wollte. Ich habe euch den jetzt nicht ganz genau gezeigt. Sparky! Ja, ich bin ein richtiger Chunky. Ich habe auch schon eine Idee, wo ich den reingib und in meine Tasche gib, damit er eben nicht kaputt wird. Ja, die habe ich mir auch gekauft. Dann habe ich noch gratis geschenkt bekommen, weil ich mir beim Yves Rocher die Reinigungsmilch wieder nachgekauft habe. Habe ich so eine Tasche bekommen und ein Duschgel, was ich jetzt gerade nicht finde. Ich habe mir wirklich auch viel Make-up gekauft, sehe ich gerade. Schande über mich. Das ist aber schon länger, die Haul-Sachen. Also ich habe da auch Sachen gesammelt, die ich jetzt schon länger habe. Also wundert euch nicht. Ich habe mir auch bei Yves Rocher so Reinigungstücher wieder gekauft, weil die hatte ich schon jetzt extrem lange nicht mehr und wollte die unbedingt wieder haben. Gott sei Dank habe ich die gesehen. Aber okay. Dann beim Müller habe ich mir zwei Lidschattenpaletten gekauft. Einmal die Daisy und einmal die Mini. Ich wollte die nämlich unbedingt haben. Da ist die Mini. Ich habe die beide halt noch nicht verwendet. Ich muss auch unbedingt Lidschattenpaletten aussortieren, jetzt wo ich mir die gekauft habe. Und die Daisy-Palette. Ich lege das aber einfach nicht rein. So, ja. Dann habe ich mir gekauft von Oliveda, zweimal gleich, den Badezusatz wieder. Dieses Molkebad von Oliveda. Ja, habe ich mir zum Geburtstag gekauft, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe mir das selber zum Geburtstag gekauft. Ich habe nämlich auch einen Gutschein, naja, selber. Ich habe einen Gutschein gehabt und habe die dafür verwendet, von den Arbeitskolleginnen. Weil ich liebe, liebe, liebe das. Und seit ich das wieder verwende, juckt meine Haut nicht mehr so. Also, es dürfte was helfen. Es dürfte wirklich was helfen. Dann habe ich die neuen Reinigungstücher mir gekauft. Die Ananas, ich liebe die. Ich finde, die riechen auch extrem gut. Ja, mag ich extrem gerne. Ich werde die auch wahrscheinlich jetzt zum Abschminken verwenden und die Kokos von Action für den Schminktisch. Ich denke, so werde ich das wieder machen. Das ist wieder... Oh, ich habe noch eine Avocado, deswegen war ich gerade so verwirrt. Ich habe sogar noch Avocado-Reinigungstücher. Na bitte! Also Reinigungstücher brauche ich mir eine Zeit lang nicht kaufen. Und ich Idiot habe das Deo jetzt doppelt gekauft. Ich habe nämlich gewusst, ich habe es gekauft, habe es aber nie ganz so gefunden, bin ich auf die Idee gekommen, in die Haulkiste zu gucken und tada! Aber egal, jetzt habe ich ein Backup und muss mir dann keine Sorgen mehr machen, weil das geht relativ schnell leer bei mir, muss ich sagen. Und ja, aber egal, ich habe noch ein Backup. Ist doch perfekt. Dann habe ich mir gekauft einen Handdesinfektionsschaum. Den haben wir auch gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Fragt mich nicht, warum ich den gekauft habe. Das war ein Impulskauf. Handdesinfektion. Gibt es selten. ja. Ganz, ganz toll finde ich das. Ich habe da noch so viel Zeug. Ich kriege gleich einen hysterischen Anfall. In meinem letzten Aufgebraucht-Video habt ihr ja gesehen, dass ich die Reinigungsmilch aufgebraucht habe. Und ich habe mir die jetzt nachgekauft. Die Verpackung ist leer, aber die Reinigungsmilch steht schon in Verwendung. Ich liebe diese Reinigungsmilch. Ich liebe die. Und ich werde auch nur noch die am Abend verwenden. Aber morgens habe ich jetzt zweimal ein Backup sogar. Benutze ich immer noch die am liebsten. Und wie ich keine hatte, wo die Klaraus leer gegangen ist, habe ich das sogar morgens und abends verwendet. Und ich liebe die Reinigungsmilch. Die kennt ihr ja eh aus, wenn ich die zeige ich euch 100 Mal in Aufgebraucht-Videos. Ja, ich liebe die einfach. Dann habe ich von Balea mir Rasierschaum gekauft. Da habe ich gleich Rasiergel und Rasierschaum gekauft. Weil ich ja so selten zum DM komme, habe ich mir das neue Tropical Summer Rasiergel gekauft, damit ich es rauskriege. Gleich zweimal. Und den Schaum Caribbean Feelings mit Kokosnuss. Auf den bin ich sehr gespannt. Ich habe den aber, ich war schon ewig nicht mehr beim DM, wie man sieht. Der riecht gut. Der riecht echt gut. Ja, bin echt gespannt. Bin echt, echt gespannt, wie der ist. Weil ich habe jetzt noch den Schoko in Verwendung, weil jetzt wird es ja gerade erst wärmer und jetzt rasiere ich mich wieder öfter. Ist sehr interessant, ich weiß. Aber im Winter braucht man halt das nicht so oft und deswegen hält der relativ lange bei mir im Winter. Und ja,
Ich habe mir noch einen Bronzer gekauft. Ich habe auch irgendwo den Bronzer-Pinsel, nur weiß ich nicht, wo ich den hingegeben habe. Da drinnen ist er nämlich nicht. Nö. Ja, aber ich habe das Duschgel gefunden, was ich gratis dazu bekommen habe. War ja klar, oder? Das ist diese neue Limited Edition. Jetzt kann ich die auch endlich bald verwenden. Weil ich sie euch jetzt endlich gezeigt habe. Dann habe ich mir gekauft einen Bronzer. Ich muss meine alten Bronzer mal aussortieren. Ich habe den mir gekauft wegen dem Print. Normalerweise kaufe ich ja nicht mehr so viel Make-up, aber da hat mich eben der Print angelacht. Also das Muster hat mich da angelacht. Und wir hatten da auch schon dieses Rückrufding, wo wir die Sachen zurückschicken. Und ich habe auch der Kollegin gesagt, sie soll es nicht zurückschicken und dann musste ich ihn kaufen. Die geile Ausrede, oder? Aber ich muss meine Bronzer aussortieren. Ich will generell so mal Klamotten aussortieren, Make-up aussortieren und so. Aber da muss ich mich noch ein bisschen ermutigen dazu, sage ich jetzt mal. Dann habe ich mir mal beim Douglas, ich glaube, das war so zu meinem Geburtstag auch, da war ich nämlich mit der Vivi unterwegs, das weiß ich noch, dieses Setting Spray gekauft von Too Faced. Ich habe es jetzt noch nicht verwendet, weil ich habe noch das von MAC in Verwendung. Ja, so sieht es aus. Ich habe es auch nur da in der Verpackung die ganze Zeit gehabt, weil ich eben gewartet habe, bis ich es euch zeigen kann. Wie gesagt, das war im März, wo ich mir das gekauft habe. Also da seht ihr, wie lange ich das schon rumstehen habe. Und ich bin froh, dass ich euch die Sachen jetzt endlich zeigen kann. Deswegen muss ich im Gang runterfahren, weil ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Aus dieser Honeybee-LE habe ich mir noch drei Sachen gekauft. Ich sage ja, die letzten LEs waren für mich sehr gefährlich. Da habe ich mir noch diesen Primer gekauft, weil der so gut nach Honig riecht. Und ich finde die Glasflasche so schön und das Bienchen da oben und das... Ja. Ja. Und natürlich wieder die Pinsel. Ihr wisst ja, ich bin ein Pinsel-Junkie. Da kann ich nie dran vorbeigehen, ohne dass ich mir die kaufe. Ich finde, erstens mal war das Design wunderschön und ich brauche eh Lidschattenpinsel. Und den werde ich wahrscheinlich als Highlighter-Pinsel verwenden. Ja. Also man sieht da schon, also wenn die in einer LE-Pinsel rausbringen, ist bei mir vorbei. Die letzten habe ich Gott sei Dank nicht gekauft, aber zu der LE kommen wir noch. Ich fange gerade zu weinen. Ich habe mir extrem viele Masken gekauft. Extrem viele, das habe ich so schon wieder sogar vergessen. Ich habe mir einmal diese Tuchmaske Kaktus gekauft von Balea, weil ich die so cool fand. Ja. Die hätte ich wahrscheinlich schon wieder meiner Mom mitgebracht, wenn sie noch da wäre. Weil sie hat Kaktusse geliebt. Ja. Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt. So. Dann habe ich mir die weiße Schoko nochmal nachgekauft, weil die gibt es ja dann nicht mehr. Und da habe ich mir noch ein paar Backups gekauft, weil den Rasierschaum habe ich nicht mehr erwischt, aber die Masken habe ich noch erwischt. Gott sei Dank. Dann, da war ich mit der Vivi unterwegs und ich habe die, wie gesagt, noch nicht mal probiert. Ich bin so ein Schwachkopf, weil ich die eben in dieser Haulkiste dran habe. Ich habe mir diese Hydrogel-Augenpads gekauft, also Augenmaske gekauft. Und die Hydrogel-Gesichtsmaske von Balea, diese neue. Ich glaube, die ist neu. Ist die neu? Wisst ihr das? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich fand die vom Design her so schön und deswegen... Ach Gott, ich sag nichts mehr am besten. Dann habe ich noch zweimal diese Makaronenmaske, was ich hier vor kurzem noch aufgebraucht habe. Die habe ich auch noch zweimal. Dann habe ich das sogar proben. Oh, cool. Ich war ja beim Douglas wieder und habe mir dann diese Augenpads gekauft. Die kennen Sie ja eh. Ich habe mir zweimal die in Gelb genommen. Zweimal die in Grün, die mit dem Aloe Vera, was ich vor kurzem noch aufgebraucht habe. Und zweimal die in Blau, weil ich liebe die. Und mir sind die, glaube ich, auch ausgegangen. Und ich, Gott sei Dank habe ich die nämlich nochmal gekauft, weil ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich welche habe oder nicht. Bin so froh, dass ich das Video drehe. Wirklich. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann habe ich mir als Jux gekauft, so eine Misha Honigmaske. Auch beim Douglas, weil die haben die jetzt aktuell beim Douglas. Ja, bin gespannt, wie die ist, weil eine Mische habe ich ja, oder zwei habe ich sogar schon aufgebraucht und die fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich benutze die halt meistens immer in der Badewanne. Ich liebe das, wenn ich Tuchmasken in der Badewanne verwenden kann. Ich habe noch mehr Tuchmasken. Ich war nämlich mal bei Marionum, wollte mir die Jeffree Star Palette kaufen. Da war ich mit der lieben Mien unterwegs und weil ich mir aber die Jeffree Star Palette nicht gekauft habe, habe ich mir Masken gekauft. Ich muss ernsthaft mehr Tuchmasken jetzt verbrauchen. Jetzt, wo wir Sommer haben, muss ich Gas geben. Ich habe nämlich so viele, seht ihr das. Also, ich habe mir zweimal die Belle genommen, weil ja die Belle meine Lieblingsprinzessin ist. Die sieht so aus.
Dann habe ich mir den Genie genommen. Ich finde die so geil. Die gibt es bei Marino. Ich weiß nicht, in Deutschland habt ihr ja kein Marino leider, aber sorry. Dann habe ich mir die Cinderella gekauft. Da schaut es auf der Verpackung, schaut sie so schön aus, die Cinderella. Dann habe ich mir die Cruella de Vil gekauft. Auf der Verpackung schaut sie urgruselig aus. Also da auf der Maske schaut sie dann urgruselig aus. Und einmal die Grinsekatze, weil Alice im Wunderland, die Grinsekatze ist meine Lieblingsfigur. Ja, dann habe ich noch Proben bekommen beim Marino und beim Douglas auch, wo ich den Fixing Spray gekauft habe. Also zuerst waren wir in einem Douglas, in einem größeren, da wollte die uns schminken. Da war Corona, glaube ich, noch nicht, oder da war ja im März. Ja, da wollte sie uns schminken und die Vivi und ich haben gesagt, nein, weil wenn wir sie schminken lassen hätten, hätten wir eine Mini-Mascara geschenkt bekommen. Ja, ich habe sie in der Hand, weil in einem anderen Douglas, da wo ich den Fixing Spray und die Augenpads gekauft habe, hat die mir viele Proben mitgegeben. Und hat uns mir und der Vivi sogar, die Vivi hat nichts gekauft und sie hat die Mascara geschenkt bekommen, das finde ich immer voll cool. Das mache ich nämlich auch immer, wenn jemand bei mir einkaufen kommt, da schenke ich auch die anderen Leuten was. Die hat uns dann diese Isadora Mascara geschenkt, finde ich voll cool. Finde ich wirklich cool. Und dann hat die mir viele Proben mitgegeben. Einmal den Duft Lady Million, den ich ja überhaupt nicht mag, den werde ich wahrscheinlich der Lilly schenken, also der Celine, weil ich mag den Duft überhaupt nicht. Ja, ist auch gleich in die Aufgebrauchskiste gefallen. Ich mag den Duft nicht und ich kenne ihn aber. Und deswegen werde ich ihn wahrscheinlich der Lynn schenken. Hoppala. Dann habe ich noch von Marino eine Duftprobe bekommen von Chador, von Dior. Ich liebe den Duft, aber ich würde den mir niemals nachkaufen, weil der mir zu teuer ist. Habe ich auch bekommen. Dann habe ich ein Make-up bekommen von Clinique, wo ich ja nicht so begeistert war, weil ihr kennt mich. Ich hasse Make-up-Proben. Ich glaube, das habe ich in sehr vielen Aufgebraucht-Videos schon gesagt. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich die gekriegt habe. Einen geschenkten Gaul schaut mir nicht ins Maul. Dann, da war ich ein bisschen überrascht, dass sie mir die gegeben hat, weil die ist eigentlich für sehr reife Haut. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das ist die neue Clarins-Serie. Da hat sie mir die Tag und die Nacht geschenkt. Finde ich ja nett, aber ich kann die nicht verwenden, weil die ist eben für sehr, sehr reife Haut und ja, Frauen, die eher im Wechsel sind. Vielleicht wusste sie das nicht, ich weiß es nicht. Dann habe ich irgendwoher noch eine Dior-Pflegeprobe bekommen, fragt mich aber nicht woher. Aber da bin ich extra happy, weil ich habe schon ein paar Dior-Proben aufgebraucht und ich weiß nicht, ich finde die ja auch extrem teuer, aber man kann halt nicht wirklich viel sagen, wenn man das nur so mal probiert, oder? Würde ich jetzt sagen. Bevor ich die anderen Sachen noch hole, was ich von Action Haul mir gekauft habe, zeige ich euch jetzt noch die anderen Sachen. Und ich habe auch, glaube ich, noch ein Kleid, das ich euch zeigen kann. Und ja, die Action-Sachen. Ich habe einen Gutschein bekommen vom Douglas, den kam per Post. Und das habe ich mir auch abgeholt. Da war die Verkäuferin eh voll sauer, dass ich mir nur das Serum geholt habe, aber interessiert mich nicht. Das ist dieses Future Solution LX Intense Serum. Keine Ahnung. Der Deckel ist ein bisschen komisch, weil er ist so locker. Aber das ist so eine Probiergröße. Man sieht da auch überhaupt nichts, weil das halt schwarz ist und seht ihr das? Es spiegelt voll. So kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Ich bin schon gespannt, wie das ist. Ich habe jetzt noch ein Serum. Ich habe vor kurzem alle Proben rausgesucht an Serum, damit ich vorher die Proben aufbrauche, bevor ich meine Originalgrößen anfange, weil ich ja davon auch so viele habe und jetzt habe ich das auch noch. Toll. Dann habe ich mir beim Müller bei mir in der Filiale die Lippenpflege gekauft von dieser neuen Essence LE, weil ich muss sagen, ich habe ja auch diese Apfel-Lippenpflege und jetzt, wo ich wieder Lippenstifte trage, will ich mehr Lippenpflege wieder verwenden. In der Früh funktioniert das eh ganz gut, aber halt am Abend zurzeit nicht. Ich bin extrem faul, was Abendpflege betrifft und deswegen, ich fand die Orange so süß. Und ich wollte das unbedingt haben. Ich habe den Apfel auch und wollte das unbedingt haben. Und dann gab es in dieser LE noch zwei Primer, also beziehungsweise einen Primer und ich habe mir den zweimal genommen. Das ist der What's Your Fruit Mood, der Wassermelon Jelly Primer. Auf den bin ich schon so gespannt. Da ist halt extrem wenig drinnen, oder? Wenn man jetzt den Glasprimer vergleicht mit Essence, da sind jetzt 30 ml drinnen, da 25, also ich weiß nicht. Aber ich wollte den unbedingt haben. Ich bin halt so ein Opfer, weil da Melone drauf stand. Also was will man machen? Ja, dann habe ich noch Sachen von Action mir gekauft, wo ich mit der lieben Tanja unterwegs war. Ich habe mir wieder die Kokosreinigungstücher gekauft und jetzt haben die sogar eine neue Verpackung. Finde ich sogar noch schöner als vorher. Ja,
Die habe ich mir wieder gekauft. Dann habe ich mir, ich bild mir ein, ich habe die dreimal, aber ich finde sie da jetzt nur zweimal. Irgendwo muss die im Bett rumkugeln. Ich zeige euch das andere zuerst. Ich habe mir so eine Müsli-Schüssel gekauft. Das war aber beim Teddy und nicht beim Action. Ich habe die nämlich auch in Blau und wollte das unbedingt haben wegen dem Einhorn. Ich finde das so süß. Ich weiß, mir voll gestört. Normalerweise bin ich kein Einhorn-Freak, aber ich fand die halt so süß und deswegen musste die mit. Ah, ich habe die dritte gefunden. Die hat sich nur versteckt. Ich habe die bei der lieben Chiquitas Place, heißt glaube ich ihr Kanal. Ich kann ihn euch unten verlinken, wenn ich nicht vergesse. Die hat in einem Action-Haul-Video die Masken gezeigt und ich bin ausgeflippt, wie ich die gesehen habe. Und deswegen habe ich die mir gleich dreimal mitgenommen, obwohl ich nicht mal weiß, ob die gut sind. Aber ich meine, da steht Watermelon drauf. Mehr braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren mit mir. Ich freue mich schon drauf. Ich werde demnächst eine verwenden, damit ich weiß, wie die sind. Und dann werde ich mir die bis zu Tode bunkern, heißt. Ach, Melone. Ihr wisst ja, das ist mein absolutes Lieblingsding. Dann habe ich mir, das habe ich auch bei ihrem Video gesehen, das Melone-Peeling gekauft. Ich habe genug Peelings, aber das musste leider mit. Ich habe wirklich genug Peelings. Ich könnte mir in den Ohr streiten, dass ich das überhaupt gekauft habe. Aber ich habe das bei ihr gesehen und wollte das unbedingt haben. Sie hat auch eine Banane-Serie gezeigt. Ich glaube, da gab es die Bodylotion, haben die Tanja und ich gefunden. Und da hätte es aber noch andere Sachen, glaube ich, mit Banane gegeben. Das gab es aber bei den Action-Markt nicht, was ich so schade finde. Aber ich musste unbedingt das Melone mitnehmen. Ich glaube, es gab Kiwi auch. Aber das Melone fand ich viel besser. Dann habe ich nur noch eine Maske mitgenommen um 1 Euro. Und ein Kirschkernkissen, was aussieht wie ein Schwein. Jetzt habe ich ja Gott sei Dank meine Tage gekriegt, durch den ganzen Stress und so. Habe ich meine Tage nicht bekommen. Ist eh klar, weil das hat sich ganz auf den Körper ausgewirkt, sage ich jetzt einmal. Und deswegen habe ich meine Tage nicht gekriegt. Und ich habe mir gedacht, weil die Tanja hatte gerade ihre Tage, wie wir... Interessant. Sie war gerade so weit und deswegen hat sie sich auch eins gekauft und ich habe mir eben die Sau ausgesucht und ich glaube, sie hat sich was anderes ausgesucht, aber ich bin mir nicht sicher. Und jetzt kann ich es endlich verwenden, weil jetzt habe ich ja meine Tage und ich habe da einen Megapickel. Toll. Aber ich kann jetzt endlich die Sau verwenden. Eines habe ich noch, dann bin ich fertig. Wir waren noch beim H&M, ich war mit einer Freundin dort, die hat mich nämlich von der Arbeit abgeholt und dann waren wir beim... Hörst du jetzt auf? Beim H&M. Und da habe ich mir ein grünes Kleid gekauft. Ist ja schon lang her, dass die Shea sich ein grünes Kleid gekauft hat. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich das nicht vielleicht heute anziehe, weil die Tanja und eine Freundin von ihr und ich gehen heute essen. Und ich habe irgendwie Lust, das anzuziehen. Das ist nämlich voll schön, das ist auch sehr lang und es ist auch leicht. Und ich überlege, ob ich das vielleicht anziehe. Mal schauen. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass man da vielleicht extreme Schweißflecken kriegt, weil das halt so langärmlich ist und es ist heute extrem heiß. Ich muss es mir noch überlegen. Aber ich will das bald anziehen. Es hat auch 30 Euro gekostet. Es war eigentlich relativ teuer, aber ich wollte das unbedingt haben. Vielleicht ziehe ich auch heute ein anderes Kleid an. Mal schauen. Ich habe eh noch ein schwarzes auch, das ich anziehen könnte. Aber mal gucken. Ja, das war's mit dem Haul. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu schnell das runtergerattert. Das hoffe ich wirklich sehr. Ich bin nämlich voll aus dem Video drin raus. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich muss mich zusammenreißen und darf wirklich nicht mehr so viel kaufen. Ich habe jetzt nämlich Sachen da drin gefunden, die ich halt schon ewig nicht mehr wusste und wo ich mir dachte, warum hast du das gekauft? Aber ich werde mich bessern. Ich hoffe es. Ich werde mich bessern. Ich hoffe es wirklich. Es waren so Impulskäufe, was soll ich machen? Aber die Reinigungsmilch habe ich ja zum Beispiel gebraucht von... Ihr wisst schon. Ich weiß, es gibt keine Ausreden dafür. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich schon wieder so viel gekauft habe. Und wir sehen sich im nächsten Video wieder, damit ich es rauskriege. Bye.